Willkommen wieder, Leute. Guckt mal, wir haben noch genau 2 Nebenquests. Die wollen wir natürlich noch abschließen. Und das werden wir auch tun. Aber zuvor haben wir noch Examen, denen sich manche Schüler hier stellen können und die hoffentlich gelingen, denn das wäre ein immenser Vorteil, ja? Insofern probieren wir doch mal unser Glück, ja? Den Anfang. Oh, selbst Kasper könnten wir jetzt tatsächlich auch. Da könnten wir es auch mal wagen. Das wäre auch gar nicht mal so schlecht. Müssen wir mal gucken, Leute. Allen voran wäre allerdings das hier tatsächlich das Beste. Ich hoffe mal, das klappt. Das sind 74%. Das ist jetzt alles andere als schlecht. Wäre natürlich klasse, ja. Komm schon, komm schon, komm schon. Yes! Oh, Leute, das gibt einen Stärkeboost. Denn diese Petra war so ultra stärkescrewed bisher. Das wird sehr gut sein. Oh, Leute. Yes! Oh mein Gott, wechseln tatsächlich nicht rein, aber jetzt darf sie auch Energietropfen bekommen. Weil jetzt ist die Stärke weit genug gewachsen, dass man sagen kann, es lohnt sich, weil sonst hätten wir quasi den Bonus einfach negiert. Wir investieren natürlich in sie, denn sie ist mit unserer schnellste Einheit, das heißt, sie kann am besten von viel Stärke profitieren natürlich, denn sie hat das höchste Doppelungspotenzial. Dementsprechend ist das am besten investiert, ganz logisch, ne? Dasselbe können wir übrigens auch bei uns hier noch machen, wobei Bandit tatsächlich auch nicht schlecht ist, also wir können uns tatsächlich noch Zeit lassen, da würde ich jetzt nichts überstürzen. Das ist in Ordnung erstmal, ja. Wir konnten sowieso schon ganz ordentlich was trainieren, dank dem Stein des Wissens. Könnte es sogar gut möglich sein, dass ich auch das noch schaffe, bevor wir quasi fertig sind. Ansonsten ist ja eigentlich alles bisher ganz gut aufgegangen, ja. Schauen wir, dass wir jetzt auch die letzten noch auf Level 20 bringen und dann bin ich sehr zuversichtlich. Können uns auch noch 2 Oberstufensiege, by the way, leisten. Dann wäre ich das tatsächlich das Einzige, was eventuell spannend wäre, hier noch bei Kasper, ne? Haben wir einmal, ja, also jeweils 68%. Oh ja, eigentlich ist das hier auch besser für ihn. Ab dann könnte er tatsächlich mal ein gutes Stück nochmal mehr ausrasten. Das wäre wünschenswert. Und Ringer ist schon eine gute Klasse, auf jeden Fall. Nicht so verkehrt, ne? Komm, probieren wir mal unser Glück hier. Das würde ihm schon viel helfen. Jawoll. Das hilft ihm in der Tat enorm. Oh yeah. Wie er einfach nur Resistenz bekommt. Aber es geht vor allem darum, dass er nun Faustspezialist hat. Und das wird schon einen guten Unterschied ausmachen. Gut, Leute. Natürlich beginnen wir mit dieser Mission hier. Wo Shamir Pflicht ist. Und Alois auch. Aber nun gut. Da bin ich recht neugierig. Ich glaube aber, wenn wir undurchdringlich haben, ist auch diese Mission um einiges einfacher. Auch hier können wir uns durchskippen, denn hier sollte sich ja tatsächlich gar nichts ändern. Ja. Das sind aber auch so Missionen, ich glaube, die würde ich dann auch bei den Löwen wirklich gar nicht mehr zeigen. Ich meine, ja, ne. Das sind halt, also generell, ich werde echt bei den Nebenquests dann wirklich nichts mehr wiederholen, dann nur noch neue Quests quasi. Das heißt, das blaue Löwen-LP würde nochmal schneller ablaufen auch. Und das wäre, denke ich, auch sehr gut so. Jedes wird dann immer ein bisschen beschleunigt quasi. So insgesamt. Und ich meine, hier zeige ich ja alles hauptsächlich nochmal wegen der Schwierigkeit natürlich. Wobei auch das inzwischen recht irrelevant ist. Extrem, bisher doch gar nicht so extrem in dem Spiel, muss man sagen. Der Anfang, der war schön, ja. Aber auch da gab es schon schwerere FEs, was das betrifft. Aber gut. Sei es drum. Ne? Tatsächlich spiele ich manches schon hier sehr schnell. Auch wegen der Mechaniker. Ich hauptsächlich, muss man dazu sagen, bietet sich ein schnellerer Stil natürlich dementsprechend an. Na, wir haben erst das Ding dann. Das macht die Sache doch direkt etwas spannender, zumindest, ja. Und haben anscheinend sehr viele Krieger vor allem vor Ort. Aber am meisten Sorgen sollte man sich hier eher wegen den Flugeinheiten natürlich machen, klar. Das ist nicht ganz so lustig mehr. Aber ich bin zuversichtlich, ja. Ich denke hier, wenn wir einfach mit schnellen Schritt dann hier direkt unsere Leute hier ein bisschen beschleunigen, sollten die schon ganz gut durchkommen können. Wäre ein ganz guter Plan. Wow, wow, du hast ja einen krassen Angriffswert. Meine Güte. 32 Stärke und noch Axtspezialist drin. Herr Alois ist halt jemand, den haben wir auch noch gar nicht in Aktion gesehen. Das ist eigentlich echt schade. Herr Freilich, Idiot, ihn bei den Hirschen vergessen habe. Und jetzt, ja, sind auch in einer heiklen Situation hier, ne? Aber gut, das Wichtigste vorab, ja, weil jetzt können wir die Stat-Booster sinnvoll investieren.
Ab jetzt ergibt das halt Sinn. Ich finde das immer noch so dumm, dass du die erst reintraden musst, was andere FEs in der Vergangenheit ja schon besser gemacht haben. Den Eisenschild nehme ich übrigens auch mal weg dann. Oh ja, Leute. Ja, jetzt ist es halt wirklich sinnvoll. Ja, das sieht schon ganz anders aus, was? Also bitte. Jetzt ist sie endlich mal zackig mit dabei hier. Wir holen uns noch vor ins Schwarze und dann kann diese Petra nichts mehr aufhalten, ja. Bei anderen Einheiten könnte man jetzt auch mal übers Investieren nachdenken, zumindest ein bisschen mehr. Ich glaube auch Ferdi zum Beispiel wird wahrscheinlich nicht unbedingt mehr sehr viel schneller insgesamt werden, ist jetzt die Frage. Felix ist tatsächlich auch an einem schwierigen Punkt. Eigentlich ist ein Felix normal ein Charakter, der viel Geschwindigkeit an sich bekommen sollte. Der hier ist jetzt nicht der schnellste. Gut, aber ist auch in der Banditenklasse natürlich noch. Das ist so das andere. Aber ein bisschen mehr würde da dennoch gehen. Hier haben wir generell eine Map, wo sich mal wieder Flugeinheiten anbieten würden, ne? Ja, wir sollten auch damit ein bisschen ausrasten. Wobei bei dir, ja, wir gucken einfach mal, ne? Ich mache die Vorbereitung, wir sehen uns gleich wieder. So, wir wären dann auch mal soweit, ja? Ich denke, wir können loslegen, ohne Probleme. Ab geht die Post. Kriegen wir hin. Tremble before us. We are the great navy of Almira. Resist and we'll burn this town to the ground. Ja, ja, natürlich. Olle Piraten hier. They're obviously bluffing. It seems to be working on the merchants. Shall we? It's the Knights. Waren wohl auf der Suche nach einem One Piece, aber sind leider falsch gelandet hier. Tut mir leid, ne? Falsche Welt, sorry. So, die können wir aufhalten. Kein Problem. Stay focused. Dachte mir, zu Beginn könnten wir gleich hier mal einen schnellen Schritt drauf hauen, ne? Naja, guck mal, wir sind ja mit Bandit auch schon wieder echt weit gekommen bisher. So. Naja, ollen Typen da unten. Erstmal gucken, dass wir hier keine Probleme bekommen. Das könnte nämlich leicht eskalieren. Oh, hell yeah, Leute. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Bist du bei den Ringern? Jetzt wird es ein bisschen OP auf einmal, die ganze Geschichte hier. Oh, Junge, ja. Aber sowas von. Moment mal. Na komm, gönn dir. Be gone, eben. So sieht's aus. Yeah. Richtig fies, ey. Hier können wir natürlich auch noch weiter ausrasten. So. Verwiese triggert natürlich. Auch das ist nicht verkehrt. Schlussendlich packen wir dich noch mit oben drauf. Ja, wobei der Schweifschuss mittlerweile natürlich schon ein bisschen grenzwertig ist an der Stelle. Wartet mal. Der normale Langbogen tut's nicht so wirklich. Nee, den brauchen wir dann schon so. Ich kann wahrscheinlich auch tatsächlich einfach ein Feld weiter ran. Ja, komm. Eben. Ja, dann kommt ein Silberbogenschuss. Easy. Flop. Da haben wir es auch. Level 20, ne? Ja, richtig schön. Erstmal nur zwei Werte bekommen. GG. Nachdem sie sowieso schon etwas problematisch levelt. Ja, dieser Stärkewert ist nicht gerade ansehnlich. Und das ist noch nett ausgedrückt, ja. Okay, ich denke mal, Linhard kann den wahrscheinlich übelst zusammen dreschen hier. Oh ja, Leute. Bolganone, oder? Ja, Bolganone, aber sowas von. Ist doch schön, wenn so ein Assassin einfach eingeäschert wird, ja? Richtig gut. Okay, das ist auch nicht schlecht. Alles recht vielversprechend bisher. Das Gefühl, die wird sogar etwas einfacher als auf schwer. WTF. Könnte halt echt sein. Das sieht nämlich wirklich spitzenmäßig aus gerade. Jo, kann sich sehen lassen.
1. Und erstmal noch ein Crit hinterher. Ja. Flop. Oh, Leute, das sieht spitze aus. So, ich glaube, Alois benutzen wir gar nicht. Was hat denn der nochmal? Hat er Glückssammeln was? Ach Gott. Oh, verdammt, wir kommen da doch nicht nah genug ran. Oh, das ist doof. Ja, wir haben glücklicherweise ein Bataillon dabei. Da muss ich dich doch einsetzen. Kommt eben direkt zum Einsatz. Ist sonst leider ein bisschen zu heikel. Dann stellen wir dich halt einfach mal dazwischen. Ist auch nicht schlecht, ne? Das hier blockiert. Dann hat Edelgard erstmal wenig zu befürchten. Dachte ich, wir kommen da nah genug ran, aber ich habe anscheinend ein bisschen verguckt, ist aber kein Problem. So, Leute. Genau, hier spawnen erstmal ordentlich neue, ha? Aber das ist überhaupt kein Thema. Macht hier schöne Choke Points, ja. So, gönnen wir dir eben doch einen Kill, was soll's. Auch nicht schlecht. Und bald hat sie auch Sniper. Dann gemaxt, das ist natürlich auch großartig hier, ne? Okay, der Poison Strike, der kann ein bisschen zermürben auf Dauer. Ah ja, und ihr seid auch ein bisschen nervig natürlich hier. Ein Blick kann helfen, aber der muss auch erstmal treffen, ne? Nicht mal das reicht übrigens im Ganzen. Das ist schon recht brisant. Wir sind nämlich auf 22 Speed. Das ist natürlich ein schicker Wert. Da können nicht so viele Leute hier mithalten. Nee, ganz und gar nicht. Selbst du, aber dir könnten wir den Eisenschild abnehmen. Dann bist du auf 19, dann wirst du gerade so tatsächlich nicht mehr von den Leuten hier in die Mangel genommen. Großartig. Das würde uns wahrscheinlich ganz gut helfen. Durchkommen wir alle mal. Dann klingt das nach dem passenden Plan. Vielleicht geht da sogar sowas hier. In der Tat geht das. Ja, guck mal, man kann Bombardement ja sowieso auch mit den Übungen. Ja klar, damit sowieso. Aber geht das eigentlich auch unbewaffnet? Nee. Das ergibt schon auch Sinn, dass das so ist. Warte mal, Bombardement ist an sich ja nicht präziser. Ja, 94. Sollten gut genug sein. Oh, AG-19 passt. Und hier sind wir leider ein bisschen, stehen wir sehr ungünstig gerade. Der kommt ja eh noch nicht direkt rein hier. Sind wir noch einigermaßen außen vor. Darf ich hier gedoppelt werden? Geht das? Schutz 22 hätten wir dann ja. Neben Bernie sogar 23. Ja, das geht. Ja, voll klar hier. Nimmst du das hier mit rein? So, Leute. Stabil. Ich kann mal später sogar mit einem Teleport noch rüberschicken, wenn wir Bock drauf haben, ja. Unser Avatar natürlich hier, ne? Auch ordentlich Schutz, ordentlich Angriff. Passt. Schnell sind wir auch. So ist es gut. Genau. Wobei, wartet mal. Kannst du überhaupt irgendwas anderes dann noch machen? Nutzen wir dich lieber hier, ne? Da drüben haben wir ein paar Patayors, Leute. Da müssen wir noch ein bisschen aufpassen, aber ansonsten passt das schon. Ich glaube, das ist eine sehr einfache Mission tatsächlich irgendwie gerade. Vielleicht läuft es auch fast schon zu gut, ich weiß es nicht, ne? Das sieht halt wirklich fantastisch einfach aus. Ja, du darfst uns angreifen, ich habe da kein Problem damit. Wir haben hier generell gerade wenig Probleme. Und Edelgard, ja, ne, die hat gerade einen traumhaften Schutzwert von 26, der ist halt wirklich super. Gut, die sind auch ein bisschen problematisch, aber es gibt genug Leute, die einfach gar nichts bewirken können. Leider aber auch sehr viele Bataillone, das ist eher das Problem gerade. Und die können uns eher mal die Stimmung vermiesen. Wir müssen dann sicher nur den Kommandanten ausschalten, das ist so das andere. Aktuell sind wir also auf jeden Fall noch voll flexibel, Leute. Würde ich mal behaupten. Vielleicht doch wirklich mit dem Teleport einfach mal rüberschicken. Schon mal ein bisschen abkürzen, die Frage ist nur, was wir dann plätten wollen, ne? Die Frage ist eigentlich hauptsächlich, wie weit der Schütze kommt. Der kommt leider bis dahin. Schade, sonst hätte ich jetzt den hier nämlich ausgeschaltet. Das wäre ein cooler Punkt, glaube ich, gewesen, um das zu tun. Naja, wenn ich jetzt ein bisschen porte, ich glaube, ich komme noch weit genug, dass ich einfach rausfliegen kann. Weil hier haben wir nicht so viel zu befürchten. Die Typen kommen jetzt auch nicht super weit. Auf dem Feld bin ich relativ, stehe ich echt gut eigentlich. Könnten wir halt echt probieren. Du kommst an sich ja aktuell vier Felder, ne?
Das heißt, wenn wir da dann wieder hingehen wollen, 1, 2, 3, 4. Ja, also von hier aus solltest du das machen, wenn dann. So. Also, Linhard. Hoffe mal, das hat sich gelohnt. Aber sowas von. Schade, dass wir den Helmspalt jetzt nicht ganz durchkommen. Und wir sollten eher zur Axt auch greifen, wenn ich das richtig sehe. Gewisses Crit-Risiko haben wir leider noch drin, aber das lässt sich nicht vermeiden. Die Typen hier sind da schon sehr böse drauf. Genau, wir sollten nur nicht in den ihren Range. Hier dürfen wir uns erstmal hinbegeben. Ja, Alois ist halt auch da, klar, aber... Hier, ich gebe dir mal Glückswerte. Den benutzen wir jetzt nur in Notfällen halt, ne? Werden diese Diebe sogar gedoppelt? Das ist spannend. Und das war sein Todesurteil. Jetzt können wir ihn auch schön abfangen hier. Putzig. Null Damage mal 4, Leute. Das ist doch mal was, ha? Da habe ich ja richtig Angst hier. Das ist natürlich richtig dramatisch, wie man sich vorstellen kann. Hier ist die Hölle los. So, ich komme hier noch mal nicht mal ganz durch. Okay, na gut. Wir können aber uns locker um den Typen auch erstmal in Ruhe kümmern, würde ich sagen. So kommt wenigstens nur einer an Edelgard. Das wäre auch erstmal in Ordnung. So. Oder wir nutzen eiskalt dieses Feld dann noch aus. Ja, ich meine, es ist ein Heilfeld, ja. Es kommt da trotzdem nur einer an uns ran, sehe ich gerade so. Also, passt. Geht natürlich. Da ist die Frage, wie weit die hier rennen können. Eigentlich ist nur der hier nervig. In seinen Range darf ich ruhig rein, ja. Easy peasy. Flop. Nächster down. Oh ja, Leute. Ist das nicht eine herrliche Mission? Ist es nicht super? Einfach der Hammer. Muss man doch mal sagen. Ja, komm, pack die Eisenaxt aus. Bleib hier mal nur in Bereitschaft. Schneller Schritt für später. Wir haben auf jeden Fall hier nicht so viel zu befürchten erstmal. Das ist so das Wesentliche, denke ich. Ein paar Gegner sind natürlich noch lästig hier und da, aber... Kein Thema. Stahlbogen auspacken und gut ist. So. Wobei du natürlich jetzt schon Stufe 20 hast. Wir müssen noch ein bisschen aufpassen, ne? Wir wollen natürlich noch schauen, dass wir unsere Level 19 ein bisschen trainieren. Aber ist ja super entspannt gerade, wirklich. Ah ja, da darf ich mich sicherlich hinbegeben. Ohne Probleme. Wir halten aktuell 20 aus. Das dürfte gut genug sein, oder? Jo, 21 macht der Typ, also richtiger Waschlappen hier. Ach nee, das ist ja der andere Typ, der mich treffen kann. Stopp. Einen Bogentypen will ich jetzt nicht anlocken, nee. Okay, und dann lassen wir es so. Ah ja, mehr Verstärkung, das ist natürlich schon etwas bedenklicher. Na, das kann uns schon auch noch überraschen, wenn es blöd läuft. Hauptsache, wir machen solche coolen Moves, dann passt alles, ne? Immer fleißig weiter so. Ah ja, ich sehe schon, sehr viele teilen sich wie wild auf. Natürlich probiert das mit seinen Strategien. Aber es ging daneben, sehr gut. So, mit euch wischen wir doch den Boden auf hier. Den können wir auf jeden Fall ausschalten, nur der Assassin ist leider ein großes Problem. Der ist sicherlich auch ziemlich schnell unterwegs mal wieder, wie man es eben gewohnt ist. Dürfen wir da reinmarschieren? Die erreichen uns tatsächlich nicht, aber es wird dann allmählich lustig, da wir auch wirklich ein bisschen Bataillon-Einsatz brauchen wahrscheinlich. Das ist dann das andere... Jetzt haben wir kaiserliche Schützen natürlich auch dabei. Aber wie sieht es denn eigentlich aus? Kann ich dich hier... Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Meisterbogen 86%. Jetzt haben wir nur das Problem mit ihm hier. Der relativ safe doppeln kann. Allerdings haben wir danach plus 4. Aber ich habe natürlich eine andere Waffe dann ausgerüstet.
Wir machen das jetzt mal. Der Typ hier muss weg. Sehr schön. Ja, ich habe jetzt 16 AG zumindest. Wir können aber durch einen geschickten Wechsel hier das alles noch umbiegen ein bisschen. Brauchen wir auch noch Heilung? Noch nicht. Alois, greif den mal an. Ich hoffe nur, die Crit-Rate ist kein großes Problem bei dir. So, ja, das haben die leider alle. Das sind halt Krieger, ne? Das ist natürlich ein bisschen gefährlicher. Kann man sich schon denken. Aber das sieht immer noch sehr, sehr gut hier auch aus, ja. Einfach durchmetzeln und gut ist, ne? So, und hier einmal rüber wechseln natürlich zum Miniaturbogen, dass sie wieder schön schnell unterwegs, dann passt die Sache hier. Und später natürlich sammeln. Dann hat sich das, Leute. Wir sind ja bald fertig, wenn es so weitergeht. Das nenne ich mal Fortschritt. Fantastisch. Hier unten ist es halt sehr, sehr riskant eigentlich. Insgesamt so, ne? Ich glaube aber, es geht sogar. Ja gut, uns erreichen halt zwei Schützen. Damit doch ganz gut Angriff. Ob es jetzt das Risiko wert ist, sei mal dahingestellt. Den kann man vielleicht mit Blick vorschwächen. Das ist ein Assassine. Unsere Trefferquoten sind also nicht die besten. Ja, so ungefähr ein 50-50 halt, ne? Das ist so das Standardmäßige, was man einfach auch gewohnt ist schon. Klar. Wir können ein Eisenschild wieder abnehmen, dann sind wir auch nicht mehr in Doppelungsgefahr. Und so können wir dann auch nach vorne gehen, ohne Probleme. Wäre wahrscheinlich aktuell tatsächlich mit das Beste, was wir machen können. Ja. Und hier vielleicht noch das Terrain so ein bisschen dann ausnutzen, später. Sehr viel mehr können wir damit nicht wirklich machen. Pass uns trotzdem gedoppelt. Hast du denn... Ich hab nicht den Eisenschild aus, dass er ihn ausgerüstet, oder? Vielleicht hat er auch Sturzflugkeep oder sowas gehabt. Ich muss mir das nochmal kurz angucken. Okay, ordentlich Bewegung nach unten. Das ist aber sogar ganz gut, finde ich. Da haben wir nämlich noch ordentlich Bataillone. Und wenn ihr nach oben geht, teilt sich tatsächlich gar nicht mal so schlecht auf. Ist nur die Frage, wie viel Bewegung wir da noch im Spiel haben. Das könnte noch lustig werden, eventuell. Auf jeden Fall braucht Jamir einen Heal. So. Was hast du denn hier? 23. Ach, der Eisenschild hatte ich nicht runtergezogen, deswegen. Ich habe fest damit gerechnet, aber das war das Problem gleichzeitig. Ja, logisch, klar, natürlich. Der zieht dich ja gar nicht runter, ich trottel. Bist ja stark genug. Was mache ich dann auch? Aber gut, das ist dann auch nicht so wild. Sollte aber trotzdem jemand anders ausschalten. Lass mal sehen, was haben wir im Bataillon? Wir haben Brand, wir haben Feuerpfeilsalve, du hast nichts dabei. Und ich glaube, dich benutze ich jetzt auch mal für den Fall hier. Ja gut, du musst jetzt nicht mehr so krass auf Axt aktuell eigentlich gehen. Machen einen Zorneschlag drauf, da hat sich die Sache. So. Next time bring your friends. Eigentlich ist der Sylvain, wenn er ein Aegis-Schild bekommen würde, wäre der auch ziemlich broken nochmal, ne? Dann hätte der nämlich einen Schutz von 27 und neben Bernie 29. Das kann man wunderbar ausnutzen. Ich glaube, das mache ich sogar. Das klingt nach einer sagenhaft guten Idee, ehrlich gesagt. Einfach mit einem Doppel, einfach zwei Relikte, weißt du? Richtiger King. Aber total. Nur auf Kasper müssen wir echt aufpassen. Der Lindhardt ist halt nicht hier in der Nähe. Ja, wir haben nur einen Heiler. Das macht die Sache ein bisschen heikler, leider. Aber gut. Genau, und hier kommen wir halt auch nicht ganz drum rum. Müssen aber natürlich durchkommen. Solange hier keine Schützen sind, die uns erreichen, ist mir das relativ egal alles erstmal. Und das sieht auch sehr, sehr gut aus an der Front, ja. Ich bin eher erstaunt, dass wir... Okay, mit Helmspalter kommen wir eventuell direkt durch. Das eventuell ärgert mich dabei noch ein bisschen, aber besser wird's, fürchte ich, dann doch nicht. Gut, ein Positionstausch ist noch möglich, ne? Dass wir den hochziehen, aber dann kommt, glaube ich, trotzdem keiner ran. Ich kann ja auch erstmal Jamir noch dazustellen. Danach stehen wir eh quasi davor. Ja, das sieht gut aus.
würde ich mal behaupten. Und die müssen halt weg. Jetzt ist es nur ein bisschen heikel, weil da konnten wir jetzt echt in Ambush-Spawns geraten. Das wäre natürlich eine heikle Stelle. Da kann es wirklich passieren, dass das... dass es so kommt. Mal gucken. Sehr gut, dass das geklappt hat, wenigstens. Oh, warte, mich hätte ein Feld nach vorne gehen sollen. Oh nein. Gut, okay. Das ist dann notfalls Rückspulmaterial. Im schlimmsten Fall, ne? Haben wir noch eine nette Waffe hier irgendwo drin, die wir gegen dich benutzen könnten. Ich kreime mal ein Donnerschwert und noch einen Eisenbogen plus für den Fall der Fälle. Und dann schauen wir mal, was da ganz gut geeignet wäre. Okay, auf jeden Fall der Eisenbogen plus. Damit doppeln wir sogar. Nice one. Damit sind wir auch bald fertig hier, okay? Genau, das wäre jetzt der Schütze, den dürfen wir aber ruhig mal anlocken, ist kein Problem. Beste Ausweichquote haben wir aktuell schon. Gut, okay. Können wir sogar mit Glücksammeln nochmal verbessern hier. Das ist nur die Frage, ob er spawnt oder nicht, ansonsten müssen wir unseren Vorsturm leider, ja. Das ist zu heikel leider. Es ist nur einer gespawnt, aber es ist ein Assassine. Und er hat anscheinend passieren, toll. Okay, aber das reicht anscheinend nicht ganz gut. Dann ist es doch nicht so fatal, wie ich dachte. Dann haben wir es das sogar gleich, ne? Ich meine, viel fehlt da nicht mehr. Das Ziel ist ja nur, den Kommandanten ausschalten. Das machen wir und gut ist. Ganz einfach. Na? So viel Bewegung nach dort drüben, ist ja witzig. Verstopft sich ja bald, wenn es so weitergeht. Selbst der, wo wir doch in Range standen. Das ist schon witzig. Selbst der, wo wir in Range standen, Leute. Die meinen es richtig ernst gerade. Ach ja, vielleicht kann ich ja sogar mit einem Heilungszauber schon unten die Leute erreichen. Das wäre ganz, ganz cool. Nö, kann ich nicht. Dann nevermind, dann sind wir jetzt richtig brutal, ja. Und zerfetzen erstmal den Assassinen. Weil wir es können und weil das verdammt viel Spaß macht. Punkt, aus, Ende. Assassinen sind Dreck, ja. Ich hasse sie. So, musste jetzt mal raus hier. Ist einfach so, oder? Komm, Leute. Das denken wir doch alle. Ist einfach so. Wartet mal, der Kommandant ist nach unten gegangen, WTF. Alle anderen sind nach oben gegangen. Also die KI auf der Karte, die ist auch irgendwie lustig. Naja, gut. Ist jetzt nur gruselig, wenn jetzt noch Assassinen spawnen sollten. Ich meine, das ist schon ein Assassinen gespawnt. Deswegen traue ich der Karte schon wieder nicht mehr so ganz. Ne? Da muss man aufpassen. Okay, du würdest uns noch erreichen. Ja, ich meine, ihr könnt uns entgegenlaufen. Oder? Habe ich da ein großes Problem damit? Wahrscheinlich eher weniger. Schnell unterwegs sind wir alle mal. Eigentlich brauche ich sogar aktuell mehr Lanzentraining, weil später will ich dann ja irgendwann auf Falkenritter. Wobei, Quatsch, wir haben ja noch gar nicht die Wyvern-Klasse drin. Wir sollten doch nochmal auf Axt erstmal gehen. Und hier halt eher aufpassen, ne? Das ist klar. Wir sammeln uns mal lieber. Ich kann auch mit Edelgard runterfliegen, aber für den Fall der Fälle, dass hier das Gruselige spawnt, ne, sollten wir halt schon auf der Hut sein. Das wissen wir halt schlichtweg nicht, das ist das Problem. Können wir schlecht wissen, ne? Kümmerst du dich um den Nächsten? Wenn du es könntest, ja. Aber Bernie kann ja vorschwächen. Ja, komm, Silberbogen drauf. Zornesschlag danach und dann hat sich die Sache, oder? Brauchst zwar ein besseres Schwert dafür, aber ist kein Problem. Ja, wir brauchen nicht mal irgendwas, wenn wir das damit machen. Okay, probier dein Glück. Sehr schön. Fast, Leute, fast. Fehlt nicht mehr viel. Komm, du bist so ultra robust gebaut gerade, auch wenn du gedoppelt wirst. Du hast schon sehr viel Schutz gerade drin, ne? Wir haben halt dann die Tumulte. Ich habe jetzt gar keine Anwendung bisher verbraucht und wir sind eh fast fertig. Die Karte haben wir gleich, ja. Oh, da ist einer gespawnt, cool. Der rennt halt echt nach unten, lol. Okay, das ist jetzt spannend, wie die sich verteilen tatsächlich. So zieht ihr es gerade in die Länge, liebe Einheiten hier, ja. Okay. Die sind tatsächlich wegen Poison Strike sogar recht gefährlich, da muss man aufpassen. Das ist das, was die hier tatsächlich etwas
gefährlicher macht gerade. Wir haben allerdings auch noch einen schnellen Schritt hier oben zur Verfügung und den sollten wir wahrscheinlich einfach clever nutzen. Ich glaube, das wäre auch das Beste, was wir machen können. Die Beugerkanone reicht ja leider nicht ganz. Ist aber halb so wild. Ja, ich glaube, jetzt mit schnellen Schritt einfach da nach unten, oder? Dann können wir es einfach beenden. Nein! Oh, hat er clever avoided, ja? Nee, das ist mir sogar wert, kurz zurückzugehen, ganz im Ernst. Ich probier mal, ob unser Ergebnis eventuell mit einem Windzauber nicht doch besser ist hier. 93%. Jawohl. Alles klar. So, der Rest kriegt nochmal ordentlich was drauf, ja. Und damit könnt ihr jetzt auch nach unten stürmen, wenn ihr Bock drauf habt. Nicht ganz das erwünschte Ergebnis, ehrlich gesagt. Überhaupt nicht das erwünschte Ergebnis. Ich hätte schon gedacht, dass da ein bisschen mehr rausspringt. Und hier ist es halt echt heikel, ne? Wegen Tumulten und dem ganzen Kram müssen wir halt echt aufpassen. Okay, wir haben noch einen Brand. Der muss aber auch erstmal treffen. Das hier ist jetzt nur ein Zug, der machbar ist, falls niemand mehr spawnt hier. Ich mach's jetzt einfach mal, weil wir quasi schon einmal zurück sind. Deswegen ergibt das Sinn, das so zu spielen. Aber auch nur deswegen. Weiß gar nicht, Alois ist an sich ja auch gar nicht mal so schnell, ne? Lass das mal gut sein. Also es kann sein, dass einfach jemand spawnt. Dann wäre das hier eh schon ein größeres Problem. Warte, euch habe ich alle markiert, ne? Das ist der Typ, glaube ich, der so weit kommt, ja. Was ja sogar wünschenswert wäre, wenn er das machen würde, ehrlich gesagt. Wir können uns auch erstmal zurückziehen allerdings da drüben. Komm, mach das mal, ja. Ist okay. Reißt dir niemand den Kopf dafür ab, keine Sorge. Aber hier drüben haben wir halt leider ein paar Einheiten, die schon nicht mehr so krass viel aushalten. Also Vorsicht. Okay, wir haben noch einen Spawn-Assassine. Der nimmt sicherlich was raus, also müssen wir sowieso zurück. Ja, ist halt klar. Die Spawn-Punkte, du musst wissen, was spawnt. Ist aber nicht so schlimm, kein Problem. War mir irgendwie eh schon klar. In dem Fall ist es ganz offensichtlich, wir lassen es hier mal dabei, ja. Dass wir dann einfach hier ein bisschen den Weg versperren. Soweit kommt der Assassine dann ja nicht. Ne? Ja, Einheiten wie Petra dürfen schon eher mal nach vorne. Aber hier musst du halt ziemlich aufpassen. Genau. Die sind halt schnell, ja. Und halten auch ein bisschen mehr aus. Das passt dann schon. Wow, rast erstmal ganz aus, der Ärmste. Ja, so weit kommt er dann doch nicht, ne? Wobei, ich bin mal ganz vorsichtig hier, meine Güte. Ist eigentlich relativ egal, wo ich stehe, wir stellen uns mal dahin. Wegen einem Tumult ist es vielleicht sogar ganz gut. Ich könnte mir vorstellen, dass wir die KI dadurch ein bisschen austricksen können. Das hier ist bei dir auch kein Problem, oder? Doch. Tatsächlich, also das geht ein gutes Stück runter. 20 wäre schon ein bisschen wünschenswerter, ne? In der Hinsicht. Die Assassinen hatten, glaube ich, 23, oder hatten sie doch mehr? Ist jetzt die Frage, ne? Schneller kann ich mich eh nicht machen. Wir legen es mal drauf an. Bin mal so frei. Genau, und hier bleiben wir eigentlich auch beim Alten, ne? Das ist schon in Ordnung so. Wobei wir sogar nochmal kurz mit der Kampftechnik irgendwas machen können, wenn wir wollen. Bisschen vorschwächen, vielleicht trifft's ja, ne? Nö. Aber den Versuch ist es immer mal wert, meiner Meinung nach. So verliert man jedenfalls doch nichts hier. So, jetzt kommt da wieder der Assassine. Auf Petra geht er los, ja. Kein großes Problem. Tatsächlich immer noch mehr Bewegung, das ist aber sehr gefährlich allmählich. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so eskalieren tatsächlich, in diese Richtung speziell. Das ist schon recht bedrohlich, das Ganze hier. Wie unangenehm das Ganze doch ist. Du hast noch theoretisch...
Nee, du hast keinen Teleport mehr übrig, never mind. Immerhin geht das hier ganz gut. Yes, Leute, Pfeilsturm erlernt. Eine spezielle Klassenfähigkeit hier. Nur für Scharfschützen der zweifache Angriff mit erhöhter Crit-Rate. Trefferchance ist super, Reichweite super, Kraft plus 1, ja, ist sehr, sehr gut. Nicht der krasseste Kraftgewinn, aber die Fähigkeit an sich hat es ja in sich. Jo, das ist jetzt nur ein Positionstausch, ne? Jetzt wird es da drüben ja echt lustig dann. Naja, okay, wenn ein Brand trifft. Moment mal, du hast Pfeilsturm, stopp. Noch besser. Feuerfeuersalve meine ich. Jetzt war ich schon so ganz auf Pfeilsturm. Wenn wir dich dann zusätzlich noch wegbekommen, ja, ist das hier die Hölle. Das sollte man auf jeden Fall ausprobieren. Ja. Leider ist Kaspar derart angeschwächt, dass wir das halt nicht unbedingt durchbringen können, so, ne? Aber hier kommen wir mit ihm schon mal durch. Ich glaube nicht, dass Bernie das überlebt, ehrlich gesagt, so. 18 AG. Ah doch, der ist jetzt geschwächt, ne? Stimmt, der hat nur noch 20. Doch, das geht dann schon. Knapp, aber machbar. Das war eine sehr feine Sache, so. Du kannst auch so nochmal weitermachen, klar. Aber das müsste auch anderweitig machbar sein, ne? Ich traue den Kriegern halt nicht so ganz, aber wir müssen Silberschwert nehmen. Egal, ich kann ja danach zurückwechseln. Das geht natürlich ebenso. Außerdem machen die jetzt eh zu wenig Damage. Guck mal, die sind alle so angeschwächt, dass die eh nichts mehr reißen können. Das war doch eine wunderbare Möglichkeit, so ein Bataillon nochmal einzusetzen. Lohnt sich das hier? Naja, ich kann danach mit Kaspar schon mal jemanden wegräumen. Das wäre tatsächlich gar nicht so schlecht. Die Frage ist, ob wir dann da drüben einen Ansturm überleben. 26 Schütze. 15, aber die sind gar nicht so schnell. Müsste schon gerade so drin sein. Achso, wir haben da nur noch 4 AG. Na, dann geht's nicht, dann kannst du es knicken. Gedoppelt werden darf ich hier halt nicht. Aber ist trotzdem halb so wild, weil ich kann ihn auch hier erstmal stunnen, ja. Okay, die Chance könnte halt nur echt besser sein. Okay, das gefällt mir gerade nicht so ganz. Angenommen. Was haben wir denn alles? Angenommen, ich gebe dir jetzt schnell einen Schritt, ja. Dann kommst du noch 1, 2, 3, 4, 5. Mit der Distanzwaffe würdest du es schaffen, ja. Dann machen wir uns das Ganze doch ganz einfach. Edelgard kriegt eine Distanzwaffe. Stopp, du hast keine dabei, never mind. Aber du hast auf jeden Fall eine. Gib mir den Eisenbogen, das sollte erstmal reichen. Ist nur die Frage, was hier oben noch spawnt. Aber in der Theorie, ja gut, ich kann sogar den Typen ausschalten. Ist nur für die maximale Ausbeute an Erfahrungspunkten spannend. Aber ja, wir können den Typen so auf jeden Fall erledigen. Dann ist Sylvain nämlich nicht derart langsam, dass wir keine. Also auf 9 Geschwindigkeit müssen wir gerade so ja sicher sein, ne? Die haben ja 12 eben, genau. Und hier sind wir auch schnell genug, ist ja kein Problem. Ja, muss ich nur mit der Übungsaxt einmal draufhauen. Das reicht auch erstmal. Oh, daneben hauen darf aber leider nicht. Bei der Strategie. Oh, er hat Blitzaxt erlernt. Fail. Egal. Halb so wild. Was auch geht, ist aber ein Positionstausch. Moment mal. Kann man den überhaupt anwenden von so einem Feld aus? Der bewegt sich dann einfach nicht, ne? Aber klar, dann wäre Sylvain auch stark genug. Klar, logisch. Können wir auch machen. Warum auch nicht? So. Ja, das sollte reichen, denke ich. Präziser wird's ja auch nicht wirklich, ne? Doch irgendwas war präziser. Übungslanze, klar. So, wunderbar. Ausgezeichnet, Leute. Was kommt jetzt noch an Edelgard ran? Moment mal. Ach, du hast eine Kurzaxt. Gut, das ist nicht so schlimm. Das ist kein Problem, Leute. Haha. Richtig gut. Ja, das konnte sich sehen lassen. Ich kann hier sogar nochmal hochheilen.
Das ist echt nur die Frage, was hier noch eventuell alles kommen könnte. Hoffen wir mal kein Assassin oder so. Das wäre schon sehr nervig. Das sehen wir jetzt gleich. Ach, es spawnt einfach gar nichts. Okay, gut. Dann haben wir das, glaube ich. Wow, was für eine spaßige Mission irgendwie. Plinge. Plinge. Und den erledigen wir auch. Ist immer so herrlich, ey. Was für ein tolles Geräusch. So obvious, ja. Ja, der probiert es mit einem Tumult. Macht natürlich auch gut Schaden, aber wir haben das eh in der Tasche hier. Das ist kein Problem. So, wer von euch sollte den Boss gleich bekommen? Du bist eh schon so oder so kurz davor jetzt. Dass du hier noch gar... Also, bei dir wäre es eigentlich besser, wir schaffen es, dass du hier irgendwie finishen würdest. Das ist ja wunderbar, das machen wir auf jeden Fall. Ich meine, theoretisch würde das auch noch auf viele Leute gehen, aber lass mal gut sein. Du triffst auf jeden Fall zu 100%, passt, können wir machen. Dann wird trotzdem nur einer von euch aufsteigen, aber es ist nicht so wild. Dammit. Ich dachte, er hat hier ein bisschen bessere Karten, was das betrifft. Legen wir uns auf die 50% an. Das geht natürlich schon. Oh. Keine 50% bekommen. Dann dürfen wir durchaus variieren noch. Hm? Kannst du hier gegebenenfalls durchgehen mit der Lanze des Untergangs? Sicherlich, ne? Eventuell auch mit anderen Möglichkeiten. Fast. Das würde gehen. Okay. Dann darf Edelgard den aber nicht töten, ne? Das ist so das Wesentliche dabei. Ein Positionstausch ist ein denkbar schlechtes Bataillon für den Punkt speziell hier. Das dürfen wir probieren. Ist nur die Crit-Rate, aber wir haben noch Anwendungen, also. Ist das auch in Ordnung? Macht sogar. Alter Schwede, ey. Lol. Das ist ja lustig. Du wurdest besiegt. Oh, eiskalt. Hat er ihn bekommen. Ja gut, das ist natürlich bitter. Positionstausch darf ich halt nicht machen, dann kommt Felix nicht mehr ran. Schade. Es ist ihm echt nicht gegönnt, ein Level abzukriegen, was? Ganz und gar nicht, nee. Das wollen sie einfach nicht, dass der Felix hier nochmal levelt, ne? Ist ja fies. Ist ja richtig fies, ey. Nee, kein Level up für Felix. Wird einfach eiskalt denied, ich sag's euch. Ja. So ist das manchmal, ne? Grausame Realität schlägt wieder zu. Ja, ich meine, die killt sowieso alles. Und wir können hier auch niemanden mehr reinporten oder so. Keine strategischen Handgriffe, um euch nochmal auf Level 20 zu bringen. Mensch, das gibt's doch nicht. Wie bitter ist das denn? Der ist halt wirklich in 0, nichts erledigt. Es geht nur darum, jetzt hier noch eventuell mal ein bisschen was rauszuholen. Das zieht einmal Parts in die Länge, so furchtbar. Alles nur für die Level, ne? Was tut man nicht manchmal dafür? Ja, das hier ging ja auch mit dir locker. Und du solltest halt mit einem Hit durchkommen, sonst ist auch das eine denkbar schlechte Idee, wie wir gerade gesehen haben. Offensichtlich, ne? Nee, keine Chance leider. Das müssen wir... Da müssen wir auf irgendwas hier verzichten. Wir können es natürlich noch probieren hier mit dem Explosionsspeer einfach, dass wir ihn quasi zerlegen. Beziehungsweise... Nee, das ist schon robuster im Vergleich zum anderen. Nee, wie gesagt, Explosionsspeer... Nee, ich glaube nicht mal... Sturmlanze ist, glaube ich, sogar am präzisesten, oder? Nee, macht keinen Unterschied. Und das kostet eins weniger. Können wir auch nochmal probieren. Einfach, weil wir noch Anwendungen haben. Wenn es auch nicht klappt, dann finishen einfach den Boss. Ja, okay. Soll einfach nicht sein, dass wir die Erfahrung hier kriegen. Dann ist es in Ordnung. Das Spiel will es nicht, dann eben auf klassische Art und Weise, ne?
Oder kann man hier auch noch ein Strategie probieren? Ja, ich meine, im Endeffekt, ich weiß gar nicht, ob sich was ändert, wenn ich das Feld ändere, ehrlich gesagt. Weil wir vorhin die andere Seite hatten. Vielleicht ist es noch ein Versuch wert. Nö. Also, ja. Schade. Aber, ja. Es sind ein paar Punkte im Prinzip, also. Jetzt rastet sie dafür aus. So. Geht natürlich auch. Der letzte hier. Den lass er zurückschicken als Botschafter. Das macht man doch so, ne? Um zu verkünden, was wir hier erreicht haben. Ja. Das gibt's ja auch. Ja, war eine spaßige Mission. Die ging doch wunderbar. Das hat wirklich Fun gemacht. Schützen der Syros ist nichts Außergewöhnliches. Im Prinzip geradezu lächerlich. Beim nächsten Mal geht es zum Meerblick, Leute. Es wird nochmal anspruchsvoller, glaube ich. Ich kann mich an viele Assassinen nämlich erinnern. Und insofern ist das natürlich ein Highlight für sich. Bis zum nächsten Mal.